So, da bin ich wieder. Und wie man unschwer erkennen kann, die Maus funktioniert wieder. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Oh, guck mal, hier geht's direkt nicht raus. Okay. So, hier vorne aber. Hier sollen wir mit Sicherheit lang. Begib dich zum Schwatzmarkt. Da gehen wir hin. Kann man nicht viel schwatzen. Okay. Holt euch Munition, Sturmgewehre und taktische Ausrüstung. Zu Moin. Seht euch hinten um. Jetzt haben wir hier eine Karte, gucke. Jetzt sind wir auch im richtigen Doktor. Na, hier können wir sicher nicht zurück, aber, oder? Oh doch? Ah ne, doch nicht. Ah, hier kann man sich mit sicher durchbacken. Ja, gehe ich mal stark von aus. So. Well, fetter Ruckler grad. So, begib dich zur Baustelle. Alter, was Rucke? Alter, so. Warum? Was war das denn? Mega fetter Ruckler gerade. Nein, warte! Es ist nicht so, wie es aussieht! So, wir gehen einfach weiter, nämlich hier oben. Ich sprich mit Songbird. Wie? Du, ich rede, was ich fragen wollte. Tageslicht. Wie schlimm ist das für dich? Warum fragst du? Es beschäftigt mich, halt seit ich mich verlinkt habe. Vielleicht, weil ich deine Biomann-Anzeige die ganze Zeit vor mir sehe. Sorry. Keine Sorge. Der Relic bringt mich um. Aber dich und Myers werde ich noch retten können. Das ist nichts. Ich will doch, dass es gut ausgeht für dich. Du kämpfst um dein Leben. Du verdienst eine zweite Chance. Nett von dir. Hoffentlich stimmt's. Kopf hoch. Wir hängen da beide drin. Weise Worte. Wohl wahr. So, weiter zur Baustelle. Keine Karte mehr. Schade. Meinst du, du kriegst so, hier geht's rein. Persönlichen Schutz nach 5 Minuten und einem Handschlag? Da war die Audiospur war einmal weg. Interessant. Okay. So. Ab aufs Dach mit dir. Jo, Alter, schon wieder ein Ruckler. Was ist mal los? Die schöne Aussicht. Ich mein's ernst. Von da aus siehst du nämlich, wo wir gleich landen. Geil. So, öffnen. Was ist denn das hier links? Wer ist denn das da links? Wie kommt man da hin? Nur kurz zurück. Nur kurz gucken, was da ist. Das auf? Oh ja. Zack. Verbinden. Ah, die Geschichte. Okay. Herausragendes Data Mining. Früher ist es, glaube ich, noch Stufe 1 bis 3, ne? Okay, fangen wir mal an. Nee. Nee. Ah, fuck. Ich probiere halt E9 zu finden, ne? Obwohl, warte mal. Wir können... Ah, stimmt, guck mal, es ist einfacher. 55, genau, und dann... Ah, cool. Das können wir nämlich hier. Das können wir da. Ach, fuck, jetzt brauche ich wieder 1C. Das ist blöd. Mist. Verkackt. Ihr seid kein fucking E9, ne? Scheiß drauf. Haben wir die beiden eben. Auch nicht schlimm. Für ein bisschen Geld. So, hier kann man nicht... Hier kann man hoch. So, da sind wir. Warten Sie. Was ist das hier? Quicke Komponenten nehmen wir mit. Das hier, dicke Komponenten und Gesundheitsbooster, scheiß drauf. So, blutiger Verband, der wäre auch wichtig gewesen. Der wird es richtig bringen noch. So, hier hinten. Nee, da oben. Was? Achso. Scheiße. Da ist ein Schaltkreis durchgebrannt. Hab keinen Zugang. Toll. Und jetzt? Starte mal den Generator neu. Wieso muss ich immer alles machen?
Wenn so eine geile Hackerin ist, dann kann ich erst auch auf dem Flugzeug ausmachen. So, ja. Ein Problem nach dem anderen. Bei dir geht alles kaputt? Die Technik greift aus dem letzten Loch. Oder die Hardware schmiert ab, weil du zu grob hackst. Okay, läuft wieder. Der Aufzug kann jetzt hoch zum Dach. Nee, wir bleiben stecken. Moment. Übrigens, wir erreichen dann gleich den Luftraum von Night City. Wie geht's der Präsidentin? Sie sichert gerade ganz ruhig ihre Dokumente. Aber schon zum dritten oder vierten Mal. Also bin ich wohl nicht als Einzige angespannt. Okay, wohin geht's denn raus? Hier geht's raus. Okay, Doppelsprung geht gerade nicht. Ich wollte so ein bisschen Doppelsprung hier noch machen. Schade. So, geht's denn da weiter? Alter, als ob das hier alles halten würde. Mal ehrlich. Oh Gott, nicht schon wieder. Hallo. Ich warte nur drauf, dass ich irgendwo in ein Loch trete, aus Versehen, weil ich wieder zu blöd bin oder nicht aufpasse. Weil es das Gleiche. Ich hätte springen sollen. Und dann wieder alles von vorne laufen kann. Das ist großartig. So. Hm, genau sowas meine ich. Du bist da. Gut. Wie ist die Lage an Bord? Stabil. Kann man hier rauf? Hier kann man nicht rauf. Verständlicherweise. Bleib mal hier stehen, das geht ja auch. Siehst du? Ne? Das sind wir. Oh. Space Force One. Ah, da. Ich zoome mal ein bisschen rein. Oh, fuck. Ein bisschen generisch aus, muss ich behaupten. Was zum Teufel? Oh, kommt die her? Die muss auch von hier kommen. Die sind nicht von weit weg. Die kommen von hier irgendwo. Wie die Präsidentin? Songbird! Scheiße, verdammt! Scheiße! Oh nö! Oh nee, gescriptet. Alles gut. Project Red präsentiert Phantom Liberty. Und los geht's. So, hier vorne. Wieso kann ich nicht sprinten jetzt? Hallo? Hui. Wie im Phantasialand. So, weiter geht's. Hier vorne. Können wir ein Auto fahren? Nee. Schade. Ich sprinte einfach mal drauf los. Sollte ja die schnellste Variante sein, wenn wir keine Karre haben. So, Songbird schaltet sich wieder ein. Okay, bin wieder da. Songbird. Und raus. Sicher gelandet. Sehr gut. Songbird. Ich dachte, du wärst. Fuck. Ja. Sollen Sie nicht eine Karre ziehen? Songbird, aua. Die Kerze. Ernsthaft? Leben. Wir brauchen eine Karre. Ich hab Meyers in den jetzt. Sicherheitsraum gebracht, hier. Bevor ich zum Schleudersitz bin. Zum Vollgas. Rette sie. Jipjas. Okay, bin unterwegs. So. Nee. Och nee, bitte nicht. Benson hat okay. Seine Leute geschickt. Beeilung, los. Und ja, weiter? Bin ja schon auf dem Weg, Mann. Finde Myers, bring sie zur Liz Cray Street. Da der sicherste Ort in Downtown. Okay. Ich melde mich wieder. Bremsen! Bremsen! Oh Gott! Aussteigen. Da. Das Gesicht, mir läuft's. Gar nicht. Was machst du denn seit 10 Minuten? Was sieht's denn aus? Wo ist eine Ratte? Was sagen die Anzeigen? Ich geh mal hier hinten rum. Oh nee. Verdammt. Ich glaube, damit war zu rechnen, ne? Ich kann mal gucken, ob die vorbeigehen vielleicht. So, als ob die hier lang patrouillieren. Dauert nur ein bisschen. Sehen wir hier oben rechts auf der Karte, wie die laufen, zum Glück. Kann man die eigentlich durchscannen? Nee. So, die sind weiter. Einfach. So. Einmal Quicksave.
Mist, die gucken in beide Richtungen, das ist blöd. Verdammt. Ah, der eine geht. Der andere geht auch. Wo? Echte Kämpfe, Schießereien, Explosionen, Adrenalin. Kriegst du davon denn nicht genug? Okay, warte, ich probier was. Nein, wir sitzen sonst nur rum und kontrollieren. Sprinte doch, Mann! Warum sprintest du nicht? Sprinte jetzt! Ich hasse sowas. Wetter das Gerüst hoch. Los! Hat funktioniert. Ach. So, hier geht's weiter. Dann geht's hier hoch. Ich frag mich, was dieses E unten links macht. So. Hier geht's weiter hoch. Wie lange dauert denn das so eigentlich? Aber wir können auch schneller in die Leiter hoch. Hätte ich mal darauf achten sollen. Hallo. Petzens Leute sind da. So aus, als sollen wir hier aufräumen. Wie viele seid ihr da unten? Es waren 11 an Bord, inklusive mir und Rosalind. Keine Ahnung, wie viele noch leben. Wie muss ich doch... Warte, ich hab's. Was denn? Kranarm, kletter drauf, ich kann ihn hochfahren. Es muss jetzt schnell gehen. Okay. Übers Dach, dann geradeaus zum Wrack. Hab ich mich verjagt, Mann. Ich dachte, das muss nicht so. Oh, ja. Wo muss ich lang? Hier lang, ne? Moin, ich gehöre gar nicht dazu. Ich bin nur Gast hier. Hallo. Das wird wehtun? Doch nicht. Pass auf, geh auf den Boden. Das explodiert gleich. Falsche Richtung. Hier muss ich irgendwie hoch anscheinend. Was zum... Warte. Wieso muss ich... Hä, das kann doch nicht der richtige Weg sein hier. Warte mal. Oh Gott. Ich bin gerade völlig überfordert. Warte mal. Hier unten. Was? Ah. Ich hasse sowas. Die Route ist völlig behindert. Deswegen. Warte mal. Hier drüben geht's weiter. Oder auch nicht. Hier. Aha. So. Ja. Ich springe mal runter. Ja. Moin. Hab Termine. Nein, tschüss. Geht halt schneller. Oh, mein Nase juckt jetzt. Ich kann nicht. Ah. So, jetzt. Kannst du was sehen? Ein großes, kaputtes Flugzeug. Das ist Überlebende? Zumindest kein Begrüßungskomitee. Kann ich hier rein? Verdammt. Ja. Sind wir zu spät? Im hinteren Teil sollte es einen Sicherheitsraum geben. Ich schließe die Tür auf. Den nehme ich noch mit. Ach, so. Aua! Was soll die Scheiße? Keine Bewegung! Wer bist du? Du hast 5 Sekunden! Rosalind Myers? Vor dir steht die Lösung deiner aktuellen Notlage. Ich heiße Vee. Klingt zwar kitschig, aber das ist gerade mein Lieblingsbuchstabe. Tut mir leid. Ich musste sicher sein, dass du es bist. Okay, aber jetzt los, bevor... Ja. Nicht nach! So, vielleicht mache ich auch mal so. Jo. Das macht nicht so viel Schaden, wie ich hier gehofft hatte. Was habe ich noch dabei? Eine Pistole, ernsthaft? Okay, warte hier.
Oh doch, bringt ein bisschen was, guck mal. So, ich lad mal nach. Ich geh mal raus, wa? Neues Magazin erkannt. Moin. Der menschliche gewusst wie? Oh warte, da sind noch welche, verdammt. Wieso lade ich jetzt nach? Weit weg, ne? Warte. Oh Gott. Das Ding kann auch. Ne, das Ding kann nicht um Wände ziehen. Jetzt schneide ich dir die Finger ab. Das glaube ich nicht. Das andere? Da hinten. Einmal nachladen, bitte. Ich habe echt eine scheiß Position. Da vorne ist noch irgendwer. Da. Ich bin vorher fertig, keine Sorge. So. Oh. Warte, wir haben es gleich. Oh, nachladen. Ah. Songbird, bist du da? Wie? Wie bin ich in Status? Wir beide sind noch am Leben. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Crest, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Jo. So. Kehre zu M. Eyers zurück. Warte. Wie konnte man nochmal eine Waffe wegstecken? Das war's nicht. Das war's auch nicht. B. So einfach es auch klingt, aber B. So. Hier ist ein Ausgang. Wieso sind wir nicht einfach hier drüber abgehauen? Hier geht's gut. Aber es ist viel zu einfach. Sie hat für uns ein Safe House gefunden. Ich habe ja schon so gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hat ihre falsche Richtung. Hier lang. So, hier drüben. Denn wenn jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Ich habe einen Doktor-Tracker. Der muss sofort raus. Er steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe. Ah. Ja.
Und wie kann ich dir jetzt... Ah. Die Präsidentin hat einen Tracker? Weird. Weird. Sicherheitsmaßnahme. Falls ich aus dem Weißen Haus ausbreche und mir die Nacht um die Ohren schlage. Hilfst du mir? Okay, aber das wird scheiße wehtun. Schmerzen sind angeblich bloß eine Frage der Einstellung. Was heißt, sie lassen sich unterdrücken? Schwachsinn, wenn du mich fragst. Aber wir haben keine Wahl. Schneid los. Augen zu. Denk an irgendeinen abgefuckten Wichser. Hilft mir immer. Das ist eine lange Liste. Umso besser. Moment, ist das... Drohne, beeil dich. In Deckung. Ja. Wieso darf ich mich immer erst später bewegen? Bleibt das eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Die Frage ist, ob Valerie heißt ja wie richtig, aber ob die überhaupt schon mal war. Das würde ich gerne mal wissen. Köter sind euch auf der Ferse. Beeilt euch. Los jetzt. Gib Gas. Frag unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Alles okay bei dir? Wo bist du gerade? Nicht in einem kühlen, gemütlichen Eisbad. Ach, was ich jetzt nicht dafür gäbe. Aber ich bin in der Nähe. Musste nur ein Nest zum Verstecken finden. Oh. Der Aufzug braucht etwas Mana-Magie, glaube ich. Bin schon dran. Oh. Ah. Sorry, V. Meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Ach, hier müssen wir sogar hin. Ich warte so lange hier. Gefunden. So, hier. Hacken. Hier wäre mit Sicherheit der normale Weg lang gegangen. Mit Sicherheit über die Leiter, die wir gerade eben gesehen haben. Gehe ich mal sehr stark von aus. Meinst du, das klappt? Was? Was, wenn wir stecken bleiben? Ah. Das finden wir gleich raus. Entschuldigung. So, hier. Da. Restaurant. Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Wird überhaupt nicht auffallen. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Glaube ich gerne. Präsidentin? Uns Drohnenflüsterin? Tja, manche Sachen lernt man einfach in der Armee. Mhm. Es gibt nur einen todsicheren Weg an diesem Modell vorbei. Mit Geschwindigkeit. Warte. Drohne, links von dir. Ferngesteuert. Wenn ich eingreife, verrate ich, wo ihr seid. Okay. Das wollen wir ja nicht. Restaurant ist ein Subnet-Zugangspunkt. Wenn du dich verlinkst, kann ich da feindliche Signale fälschen. Die werden die Drohnen ablenken. Machbar. Wir sollten uns an denen vorbeischleichen. Ich geh mal hier hoch. Ah, das ist unten. Stehst wohl auf Gefahr. Oh Gott, hier sind ja welche. Wie dumm von dir. Hat doch funktioniert. Es geht nicht nur um dein Leben, Vieh. Ich hätte ja mal Bock, wieder zu ballern gerade, ne? Ballern. Aber, vor allem hier mit. Da hätte ich gerade mal richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber
Die Frage ist, was passiert, wenn ich unten runterrenne und einfach den Wagen dingens? Da steht ja nicht, dass ich die Leute platt machen muss. Okay, warte. Ich gehe mal kurz nach hier. Obwohl, das ist eigentlich dumm. Erstmal gehe ich hier hoch und mache ihn. Fuck, hier sind zwei. Kamera. Packen und das. Scheiße. Zwei Sitze. Perfekt gehabt. Scheiße, er hat's gesehen. Jetzt sind sie alarmiert. Weil ich dumm war. Oder er sie umgedreht hat. Keine Ahnung. Aber ganz leise. Wen denn? Bist du fünf? Fünf. Ich bin fünf. Und er kommt hoch. Frage. Taggen. Machen. Warum geht das eigentlich nicht? Ach, das braucht 24 Punkte, Alter. Es läuft alles nicht nach Plan hier. Alles in Ordnung. Halt. Das wollte ich. Bist du fünf? Ah, der geht da hinten lang. Ernsthaft? So. Es geht nicht. Ich will von... Ah, leck mich doch. Wir nehmen von hier. Okay, es geht nicht. Tschüss. Let's go. Moin, Freunde. Oh, hallo. Sprinte doch. So. Einsteigen. Ah, geil. So. Fahrzeugkampf, mir egal. Das kann sie machen. Los, steig ein. So. Ja, Kamera. Und let's go. Oh, geil. Wir haben eine Knarre an Bord. Oh Gott, ist das eine scheiß Steuerung. Hilfe, ist das behindert. Ich komme mir vor wie zum Anfangszeiten. Alter, ich... Warum, Spiel, tust du mir das an? Warum? Ich könnte gerade so hart brechen, ne? Wegen dieser Piss-Fahrzeugsteuerung. Gucken, was passiert. Ja, 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 ja. Und zurück. Alter. Warum? Ich kotze. Okay, das bringt nichts. Ja, 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 danke, lieber Gott. Oh, ich hasse alles. Junge, diese Pisssteuerung, ey. Ich komme vor wie in Horizon, ey. Meine Fresse, ey. Oh,
Warte, die Straße gehört. Vollgas, wie? Häng sie ab! So, hier rechts. Ich glaube, wir sind sie los. Noch haben wir aber keinen Grund zum Feiern. Außenposten. Gehen wir außen rum. Ziel ist noch in der Nähe. Sucht weiter! Du glaubst nicht, was die Arschkrampe gesagt hat. So. Wir sollen hier lang, ernsthaft? Was ist... Willst du mich verarschen? Alter. Hä? Wieso soll ich jetzt wieder da lang fahren, wo ich eben schon war? Spiel, warum tust du mir das an? Ey, ich krieg grad so einen harten Ausraster schon wieder. Guck mal, da können wir gar nicht lang. Achso, ich kann ja mal so durchbrechen, ne? Oh, fick dich, jetzt müssen wir links, Alter. Diese scheiß Routenführung auch noch, ey. Piss dich. Aussteigen, verdammt. Die kriegen mich nicht. Ernsthaft? Ich hab da etwas für dich. Nicht, nicht. Ab, Leute. Geh jetzt endlich drauf, du Pisser. Oh, Junge. Achtung, Scharfschütze! Noch einer. Ich kann kotzen. Junge. Lad halt noch lahmarschiger nach, Alter.